Also wir haben jetzt die Quelle, die Natrium- und Darmpflanze. Nur jetzt da nochmal eine geblendete Produktion machen. Nein, nicht vor der Latte. So. Das bringt nichts. Nein, nein, vor der Latte, so in Form nach der Latte. Ist ja wurscht. Damit man die, aber da kennt man den Kontrast auf so einmal vielleicht durch. Aber man sieht es eh, es ist nicht ganz optimal. Aber jetzt natürlich, was ist der Unterschied aber zu dem vorhergehenden Experiment? Das heißt, was würden Sie sagen? Vielleicht zuerst, was man da überhaupt macht. Dasselbe wie vorher, nur andere Lichtquelle. Also, wir haben wieder Michaels Interferometer, ganz genau dasselbe. Das Einzige, was wir geändert haben, ist, dass wir statt dem, was wir geändert haben, ist, statt dem Laser, hat er jetzt eine Natrium-Dampflampe. Das heißt, die Pulse sind keine Sinusschwingung mehr, sondern die sind 10 hoch minus 8 Sekunden lange solche Lichtzüge. Gut, und jetzt interpretieren Sie, was sehen Sie da, was ist der Unterschied? Einmal der auffälligste natürlich. Kann ich euch. Gerade. Bitte? Keine Kreise. Ja, ja bitte? Und keine Kreise. Was? Keine Kreise. Also die Kreise, okay, richtig, aber das sagt nur aus, dass man hier im Wesentlichen dass er die Spiegel, man könnte auch Kreise machen. Ja? Ist ein bisschen schwieriger. Ja. Ich meine, weil das Problem ist, im Laserstreu weitet er auf und das heißt, der hat symmetrische im Prinzip die Wege, währenddessen da ist er froh, wenn er irgendwie den Streuengang irgendwie so hinbringt. Also mit einer Blende könnte man. Ja, siehst du. Hättest du. Ja, okay. Mach. Jetzt. Naja, aber ansatzweise sind es Kreise in unserem größten Radius. Genau. Ich meine, ich sage, der Kreis ist ein Geometrieeffekt, der eigentlich nicht zu berücksichtigen ist. Also im Prinzip sollte man sich anschauen, zum Beispiel angenommen, hier wo der grüne Punkt ist, die Intensität, ja, also nur in einem Punkt, und jetzt drehe ich mal an der Schraube, was passiert? Das Finster. Ja. Also im Prinzip hat er sogar ganz einen guten Unterschied, also der Kontrast ist gar nicht so schlecht. Gut, das ist ja nicht so weit, also das ist wieder aus. Und also im Prinzip ist das selbe Verhalten oder ähnliches Verhalten, es wird da hell und dunkel, tun wir mal diese Streifen geben. Nur was man natürlich schon sieht, ist, dass der Unterschied zwischen hell und dunkel ein bisschen problematisch ist, also wahrscheinlich schlechter ist. Ja? Glaube ich schon, das sieht man schon. Also der Kontrast ist offensichtlich schlechter. Und die Frage ist, warum ist der Kontrast schlechter? Und der Kontrast, das werden wir dann sehen, ist eben schlechter, weil eben diese Kohärenzlänge dann so eingeben wird, dass die eben den Kontrast unter Umständen killt, oder? Und jetzt haben wir eben, und vielleicht sollte man das noch dazu sagen, wir haben jetzt absichtlich die Weglängen so eingestellt, dass sie mehr oder weniger gleich sind. Das heißt, im Prinzip ist der Phasenunterschied relativ klein zwischen den Wellen. Und der kleine Phasenunterschied heißt hier auch, dass die Wellen innerhalb eines kleinen Zeitbereiches, also zu zwei verschiedenen Zeitpunkten natürlich limitiert werden, aber dieser Zeitpunktgebilde ist relativ klein. Und zwar, das müsste man halt jetzt einmal dazu sagen, innerhalb von diesen 10 hoch minus 8 Sekunden. Das heißt, so dass sich diese Pulse überlagern, also noch wirklich eine Art, eine gewisse Kohärenz sein kann. Gut, jetzt, ja bitte. Was wäre, wenn jetzt der Laser gelb gewesen wäre und das jetzt rot? Das wäre das, dann würden wir dasselbe sehen, was wir beim roten Laser gesehen haben, nur gelbes Licht. Okay. Wir könnten sogar den grünen Laser, aber ist ja so blöd zum Inhalten, das ist wurscht, die Farbe. Ich meine, und dann heißt es damit, dass es Wellenlängen unabhängig ist, oder? Okay. Na, mit blauen Sie haben, okay, nein, Sie sehen nicht dasselbe, natürlich. Also wenn Sie einmal hinschauen, schaut es einmal gleich aus. Ja? Aber was muss denn anders sein? Wenn die Wellenlänge anders ist, sind die Phasenunterschiede oder der Zusammenhang zwischen Phasenunterschied und der Längenänderung verschieden. Das heißt, die Abstände dieser Peaks wird verschieden sein. Ja? Und wenn Sie drehen, ja, an der Schraube, ja, sind die Abstände, wenn Sie zum grünen Licht gehen, natürlich kürzer als zum roten Licht, weil einfach der Phasenunterschied
Phasenunterschied einer kleinen, dasselbe Phasenunterschied 2b einer kleineren Änderung der Wellenlänge, also der Wellenlänge, Entschuldigung, des Abstandes entspricht. Ja? Weil die Wellenlänge, also der optische Weg ist 2b durch Lambda und dementsprechend kommt es dann in einer kleineren, wenn die Wellenlänge größer wird, kommt es einen kleineren Abstand. Und wenn es eine kürzere Wellenlänge haben, sondern mit einem größeren Abstand, sie müssen so weniger weit drehen, dass wieder dieselbe kommt. Und die Abstände sind verschieden. Aber qualitativ schaut es gleich aus. Ja? Also der Kontrast sollte gleich bleiben. So vorausgesetzt, dass beide Laser auch ungefähr dieselben Eigenschaften haben, also bezüglich Kohärenz. Aber hier haben wir auf jeden Fall schlechtere Kohärenz. Und jetzt bitte versucht zu beobachten, er wird jetzt versuchen, einfach weiterzudrehen. Ja? Das Problem ist bei dem, da musst du eigentlich ziemlich durchdrehen, weil du musst jetzt schon eine gewisse Entfernung drehen. Nichts merkt man schon? Ja, ein bisschen noch. Gut, okay, jetzt ist passiert, okay, jetzt ist er in einer Stellung, was sehen wir jetzt? Nichts. Bitte? Also kein Kontrast, gut. Und jetzt kommt die große Frage, wie interpretieren Sie das? Ja? Nein, das sind die ausgesandten Impulse nicht mehr überlagert am Ende. Okay, gut. Das wäre also eine Möglichkeit. Jetzt dreht er einfach weiter. Sie müssen glauben, dass er weiter dreht. In dieselbe Richtung? In dieselbe Richtung weiter, ja. Ich hoffe, nichts mehr passieren. Oh ja, natürlich. Weil ich eigentlich geglaubt habe, dass ich am Anschlag begonnen habe. Achso, also, wenn es bei gleichen Weglängen hast, vielleicht. Ja. Okay. Das heißt, wir sehen es wieder. Jetzt, wenn er da weiter drehen würde, verschwinden es wieder. Und dreh weiter. Das Problem ist, da wäre es nützlicher, wenn man Schraube hätte, die schon näher verdreht, weil du musst praktisch ein bisschen. Ist schon weg. Ja, okay. Jetzt sind wir wirklich am Anschlag. Nein, geh weiter. So, am Anschlag. Das ist schlecht. Geh weiter. Geh weiter. Dreh, da musst du Vollgas geben. Jetzt in die andere Richtung. Ja, eigentlich wäre das eine super Sache. Ich stehe am Anschlag an, bin weit weg. Großer Wegunterschied, keine Erscheinung oder nahezu keine Erscheinung. Und jetzt gehe ich. Aber du hast lieber ein bisschen was, ja. Ja, weil die Schraube auf der Spiegel ansteht. Aber jetzt kommt mein erstes Mal eine Interferenzerscheinung daher, wird immer stärker. Und jetzt drehe ich wirklich wieder in dieselbe Richtung, jetzt wird sie wieder stärker. Ja, jetzt ist sie weg. Also jetzt gib aber so voll Gas, dass das ganz andere Extrem ist. Die andere Extrem. Kann das Interferenzmuster verschwinden und kann wieder kommen.
Das ja. ist periodisch, Kohärenz. Und das ist periodisch innerhalb der Kohärenzlänge. Das kommt immer wieder periodisch. Also periodisch. Und dazu muss man natürlich ein bisschen mehr wissen. Und das wird aber genau in der Interferometrie, damit haben wir zum Beispiel schon eine sehr wesentliche Anwendung der Interferometrie, um eben zum Beispiel kleinste Wellenlängenunterschiede zu messen. Warum? Nun, wenn man genau schaut und wenn man noch bessere Methoden hat, kann man nur sehen, dass das noch viel, viel komplexer ist. Das werden wir nächstes Semester auch kennenlernen. Aber diese Natrium-D-Linie, das gelbe Licht, besteht nicht, bitte, besteht nicht aus einer Wellenlänge und dementsprechend den entsprechenden Pulsen, die ausgesendet wird, sondern aus zwei, die sich nur um ein paar Angström unterscheiden, ungefähr 5 Angström unterscheiden. Ja? Nun, ein grober Fehler wäre jetzt, wenn jemand sagt, die beiden, das kommt, ist, also ich würde sagen 50%, wenn man fragt, ist die Antwort, wieso verschwinden die, aber wird gesagt, die interferieren miteinander. Nun, wenn Sie die Kohärenzlänge für 5 Angström zum Beispiel Unterschied in der Wellenlänge ausmessen, werden Sie sehen, dass die Kohärenzlänge also so klein ist, dass Sie das nicht messen können. Aber was passiert? Genau dasselbe Problem, was nämlich er angeschnitten hat, das wäre, wenn wir einen gelben Laser verwenden statt dem roten. Nun, wir verwenden jetzt nicht einen gelben und einen roten, wir verwenden zwar gelbe, aber zwar verschiedene gelbe, aber nur einen sehr kleinen Unterschied. Und jetzt, wenn ich sage, angenommen, wir haben dieses Muster, ja, das die eine Wellenlänge ergibt, sehen wir Interferenz. Wenn wir nun jetzt sehr weit verschieben, gibt es irgendwo, der Kontrast wird immer schlechter und irgendwo verschwindet er. Aber ich habe jetzt gleichzeitig einen zweiten, sagen wir mal quasi monochromatischen oder halbwegs kohärente Lichtquelle, die aber um 5 Angström verschieden ist. Und die hat jetzt ein Muster zum Beispiel angenommen am Anfang so. Ja? Das ist ein bisschen verschoben, aber nicht sehr stark. Ja? Und wenn man das eben jetzt hat, sieht man natürlich ein Interferenzmuster. Wenn wir aber jetzt versuchen zu verschieben, dann passiert etwas, das sich hier ein bisschen verändert, und zwar an verschiedenen Stellen. Und da gibt es einen Punkt, wo die sich genau überlappen, ja, und zwar nicht interferieren, sondern einfach zwei Muster, die sich so überlappen, und zwar genau die Maxima von der einen Wellenlänge und vor allem die Minima der anderen Wellenlänge am Schirm. Und damit verschwindet das Interferenzmuster. Wenn ich aber jetzt weiter drehe, kommt wieder ein Punkt, wo das ist. Das hat nichts mit der Kohärenz zu tun, sondern einfach die Gegebenheit. Und aus dem Abstand kann man dann genau zum Beispiel die Aufspaltung dieser Wellenlänge bestimmen. Zum Beispiel zu 5 Angstern. Das ist zum Beispiel ein Praktikumsbeispiel. Wenn ich aber jetzt immer weiter und weiter verschiebe, passiert das periodisch. Und dann gibt es einen Punkt, wo ich außerhalb der Kohärenzlänge bin. Und dann verschwindet das Muster. Ja? Also dann die zwei Wellenlängen dann überhaupt nicht miteinander interferieren? Oder? Also, ja, wir werden sehen, im Prinzip interferieren sie immer, ja, wenn der Abstand der Arme, also wenn die Phasenverschiebung mehr oder weniger exakt null ist oder innerhalb eines Bereiches von eben der Kohärenzlänge. Ja. Nur, das heißt nur genau einen Punkt. Ja, also wenn Sie die Arme exakt gleich machen, ja, dann ist im Wesentlichen, ja, muss es immer kohärent sein, weil dann ist, also wenn es exakt gleich ist, ist es natürlich trivial, aber dann haben Sie immer positive Interferenz. Aber sagen wir, jetzt ist nur Alzerl daneben, dann kann es schon destruktiv sein, also könnten Sie nur ein, zwei Interferenzringe sehen. Ja. Das werden wir vielleicht auch noch einmal besprechen dann, aber wir werden die Formel dann sehen und dann werden Sie genau sehen, worauf es ankommt. Die Kohärenzlänge könnte ich damit ausrechnen, wenn ich die Wellenberge zähle, bis ich von Maximum zu Maximum komme, oder? Ja, die Kohärenzlänge können Sie sich eigentlich ausrechnen, wenn Sie wissen, Sie müssen einen Zentimeter verschieben, ja, bis die verschwinden, ja, dann können Sie sich sofort die Kohärenzlänge ausrechnen, weil der Laserstrahl geht zweimal hin und her und dann auch das Doppelte ist im Prinzip größtenteils die Kohärenzlänge. Also da brauchen Sie gar nichts abzählen, also da brauchen Sie nur den Abstand. Also dann 2 Zentimeter. Ja, und die Lichtgeschwindigkeit, also die Zeit brauchen Sie, sondern die Lichtgeschwindigkeit. Ne? Weil der Streu geht innerhalb der Zeit, also wenn der Streu zum Beispiel angenommen 1 Zentimeter geht, ne? Ein Weg läuft von 1 Zentimeter, mit der Lichtgeschwindigkeit wissen Sie, wie lange er braucht, und das ist die Kohärenzzeit. So Zeit dann. Ja?